Hallo und willkommen zum heutigen Video von Menold Betzler zum Thema Work from Anywhere. Wir widmen uns heute einigen arbeitsrechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Wenn Arbeitnehmer mobil arbeiten, dürfen sie dann von jedem Ort der Welt aus arbeiten? Technisches Arbeiten heute von fast überall aus möglich. Aus rechtlicher Warte empfiehlt es sich allerdings, die Auslandstätigkeit gut vorzubereiten, damit den Arbeitgeber keine Compliance-Risiken treffen. Das beginnt schon bei der Arbeitserlaubnis, vor allem in Ländern außerhalb von Europa, auch schon bei kurzen Workation und es geht bei vielen anderen Rechtsgebieten weiter. Wichtig sind zum Beispiel die Fragen, ob man Steuerpflichten im Ausland begründet, ob man doppelte Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss und. Ganz grob kann man sagen, dass innerhalb der EU ein relativ effizientes, einheitliches Verfahren eingerichtet werden kann. Außerhalb von Europa ist eine detailliertere Einzelfallprüfung erforderlich. Was müssen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in steuerlicher Hinsicht beachten? Wir müssen tatsächlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterscheiden. Schauen wir zunächst mal den Arbeitnehmer an. Es lohnt sich ein Blick ins Doppelbesteuerungsabkommen. Die Grundregel ist die, dass Arbeitslohn im Ansässigkeitsstaat besteuert wird, es sei denn, die Tätigkeit wird im jeweils anderen Staat ausgeübt. Beispiel, wir haben einen Arbeitnehmer, der in Deutschland ansässig ist und macht Workation in Italien, dann wird die Arbeit in Italien ausgeübt und eigentlich hätte dann Italien das Besteuerungsrecht. Glücklicherweise sieht das Doppelbesteuerungsabkommen hier aber eine sogenannte Rückausnahme vor. Das heißt, hält sich der Arbeitnehmer weniger als 183 Tage im anderen Staat auf, dann fällt das Besteuerungsrecht wieder an den Ansässigkeitsstaat, in unserem Falle Deutschland, zurück und die Einkünfte werden nur in Deutschland besteuert. Das kann anders aussehen, wenn der Arbeitnehmer eine Ferienwohnung in Italien hat und von dort aus seine Workation macht, weil er aufgrund der Wohnung in Italien beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig sein kann. In diesen Fällen hilft das Doppelbesteuerungsabkommen aber auch. Entweder werden die Einkünfte in Deutschland von der Steuer freigestellt oder die italienische Steuer wird in Deutschland angerechnet. Die Behandlung ist im Zweifelsfalle komplex. Erst Ende letzten Jahres wurde ein BMF-Schreiben veröffentlicht, das auf über 150 Seiten alle denkbaren Fälle im Zusammenhang mit Arbeitslohn und Doppelbesteuerungsabkommen behandelt. Für den Arbeitgeber ist insbesondere relevant, ob durch die Workation eine Betriebsstätte im Ausland begründet wird. Wenn dies der Fall ist, dann müsste das Unternehmen im Ausland entsprechend auch Steuererklärungen abgeben und das Betriebsstättenergebnis würde im jeweiligen Land dann auch besteuert werden. Wichtig ist auch, das Entstehen einer Betriebsstätte kann auch umsatzsteuerliche Folgen haben oder Auswirkungen auf die Sozialversicherung. Zu beachten ist dabei, dass die Betriebsstätte nicht gegründet werden muss, sondern wenn die Voraussetzungen vorliegen, die meist in den Doppelbesteuerungsabkommen genannt werden, dann entsteht diese Betriebsstätte faktisch und entsprechend treten dann die Folgen ein. Insofern ist es immer zu empfehlen, dass mit dem ausländischen Steuerberater vorher geklärt wird, ob ein Betriebsstättenrisiko besteht oder nicht. Und wie sieht es mit der Sozialversicherung aus? In der Sozialversicherung gilt das sogenannte Territorialprinzip. Das heißt, es kommt das Recht desjenigen Staates zur Anwendung, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird. Beispiel, arbeitet ein Pole in Deutschland, dann kommt das deutsche Sozialversicherungsrecht zur Anwendung. Wir kennen aber im Bereich der Sozialversicherung den Begriff der Entsendung. Das heißt, ist von vornherein klar, dass der Aufenthalt im Ausland zeitlich begrenzt ist und man auf jeden Fall in den Ausgangsstaat zurückkehrt, dann bleibt es dabei, dass das Sozialversicherungsrecht des Ausgangsstaates anwendbar bleibt. Workation gilt sozialversicherungsrechtlich als Entsendung und auch wenn sie auf Wunsch des Arbeitnehmers durchgeführt wird. In der EU ist das im Übrigen ganz gut geregelt. Wir kennen hier die A1-Bescheinigung, das heißt, wird eine Tätigkeit in einem anderen EU-Staat ausgeübt, dann kann durch Vorlage der A1-Bescheinigung belegt werden, dass man sozial versichert ist und man eben nicht in die Sozialversicherungssysteme des Tätigkeitsstaats reinkommt.
In der EU gibt es auch besondere Regeln für sogenannte Mehrstaater, also Personen, die regelmäßig in zwei oder mehr Mitgliedstaaten arbeiten. Das sind auch zum Beispiel Leute, die ihre Wohnung im Ausland haben und regelmäßig vom Homeoffice aus arbeiten. Auch da brauchen wir eine A1-Bescheinigung. Und welches Sozialversicherungsrecht Anwendung findet, richtet sich unter anderem nach dem Umfang der Auslandstätigkeit und kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Außerhalb der EU ist das nicht so einheitlich geregelt. Deutschland hat mit einigen Staaten Sozialversicherungsabkommen geschlossen, wo es keine Sozialversicherungsabkommen gibt oder bestimmte Sozialversicherungszweige einfach nicht geregelt sind, besteht die Gefahr, dass man doppelt versichert wird und doppelt verbeitragt wird. Sollte ein Zusatzvertrag zum Arbeitsvertrag geschlossen werden? Wenn ein Arbeitgeber die Möglichkeit eröffnen will, dass Arbeitnehmer vom Ausland aus arbeiten können, dann bietet es sich an, dass es einen gewissen Rahmen vorgibt. Also zum Beispiel in betrieblichen Richtlinien oder, wenn es einen Betriebsrat gibt, in Betriebsvereinbarungen. Das ist schon deshalb sinnvoll, damit der Arbeitgeber vorab prüfen kann, welche Compliance-Risiken bestehen. Und er kann auch, wenn er will, von vornherein Risiken ausschließen, also bestimmte Gebiete nur erlauben. Mit dem einzelnen Arbeitnehmer empfiehlt sich auch eine schriftliche Vereinbarung, und zwar vor Reiseantritt. Das ist sinnvoll und kann auch gesetzlich erforderlich sein. Es geht um die Dauer, es geht um die Erreichbarkeit, gerade im Ausland. Es geht um Rückholrechte, Kostentragung und vieles mehr. Und nicht zuletzt ergibt sich auch aus dem Nachweisgesetz eine gewisse Dokumentationspflicht für den Arbeitgeber.